Hallo, ihr lieben Kreativen. Ja, ich habe es gerade Sonntagmorgen. Ich bin noch ein bisschen zerknittert, weil ich gerade erst aus dem Bett gefallen bin. Ich wollte euch aber schnell noch ein Video aufnehmen, wegen der letzten Tea Time, also wegen dem letzten Tea Time Video, was ich gemacht habe. Da ging es ja um das Fan-Treffen bei der Kreativa und ich hatte unten in die Infobox einen Link gemacht, der euch direkt zum Ticketkauf weiterleiten sollte. Das Problem war jetzt aber, dass ich da irgendwie noch eingeloggt war und deswegen hat das nicht funktioniert und ich habe es nicht gesehen. Ich habe mir jetzt überlegt, um das einfach mal zu machen, ich habe unter das Video jetzt einen Link gemacht, der euch direkt zur Homepage von der Kreativa führt und ich zeige euch jetzt, wie das hier funktioniert auf dem Bildschirm. Was ihr machen müsst, um eben auf auf dieses Ticket-Ding zu kommen. Also, einen Moment, das einmal hier nach oben. So, hier habe ich schon mal die Homepage-Seite aufgemacht. Da kommt ihr hin, wenn ihr dem Link folgt. Falls dieser Link aus welchen Gründen auch immer wieder nicht funktionieren sollte, geht ihr bitte einfach auf www. Messe-kreativer.de. Ich denke, das Startseite könnt ihr weglassen. Und dann kommt ihr auf diese Seite. Und wenn ihr hier seid, dann seht ihr hier vorne den Ticketkauf. Da klickt ihr drauf. Und dann seht ihr hier vorne Online-Shop. Da müsst ihr als nächstes draufklicken. Und dann kommt ihr hier in diese Seite, wo ihr die Tickets kaufen könnt. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel die Tageskarte von 10 Euro, 10,50 Euro, Entschuldigung. Und da gebt ihr dann einfach nur ein, wie viele Tickets ihr wollt. Und dann war es das. Ich weiß nicht, warum hier jetzt gerade keine Erklärung kommt, wenn man da drauf klickt. Hier, da ist es dann das Datum. Achso, und hier kann man sich dann, weiß ich nicht, ob man sich da ein Datum aussuchen muss. Oder ob ihr dann eben einfach nur ein Tagesticket kaufen, das ist völlig egal, an welchem Tag ihr das habt. Das werdet ihr aber sehen. Ich habe diese Funktion hier noch nie genutzt, weil ich immer diese hier nehme. Das ist die Dauerkarte. Wie ihr hier gesehen habt, ist man dann eben vom 13. bis zum 17. hat man dann eben jeden Tag also freien Eintritt. Und für die Leute, die jetzt näher dran wohnen, für die lohnt es sich vielleicht sogar auch eine Karte für 30 Tage zu nehmen und dann eben öfter hinzufahren. Genau. Ja, ihr Lieben, dann, wie gesagt, hoffe ich, dass jetzt alles klappt. Und wenn es überhaupt nicht klappt, geht einfach auf Google, gebt da ein Kreativer Dortmund. Da kommt ihr dann auf jeden Fall irgendwie auf die Seite. Es müsste dann der Link ganz oben sein. So habe ich es auch gefunden. Beim allerersten Mal. Hier gibt es auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Man kann hier noch Freundschaftstickets, also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ach Mensch, wir sind jetzt hier drei Leute, wir wohnen hier irgendwo in der Nähe, dann könntet ihr euch hier Dings treffen, aber das gilt halt nur am 15.03. Ich werde am 15.03. auch dort sein, allerdings bin ich dann selbst mit Freunden dort. Deswegen hatte ich das so geplant, dass ich den Samstag halt gerne hin wollen würde. Wenn es aber jetzt überhaupt nicht anders geht und die Mehrzahl sagt, nö, wieso, ich bin am Freitag dort, weil ich treffe dort eben auch Freunde und wir kriegen hier die Tickets günstiger, dann könnt ihr auch genauso eben dann am Freitag dorthin kommen. Also das kann man alles in den Kommentaren noch besprechen. Das ist alles nicht festgenagelt. Mir wäre der Samstag halt lieber gewesen, weil dann hätte ich genug Zeit und Ruhe für euch gehabt und am Freitag eben die Zeit und die Ruhe für meine Freunde, um denen das zu zeigen. Aber wir machen es dann so, wie es einfach passt. Hier gibt es auch Gruppenkarten, wie ihr seht, ne? Aber das ist dann ab 10 Personen und als geschlossene Gruppe. Also da müssten alle auch pünktlich da sein. Ich weiß nicht, ob ihr Lust darauf habt, euch da in den Kommentaren so auseinanderzusetzen. Und einer müsste das ja auch theoretisch alles vorfinanzieren. Ich meine, bei drei Karten geht es vielleicht noch, bei 10 ist es dann schon wieder ein bisschen eine andere Nummer. Aber wie gesagt, ihr könnt euch da gerne unten in den Kommentaren austauschen. Ansonsten 10,50 € die Tageskarte und dann eben am Samstag. Und was ich am ersten Video gesagt hatte, also in der Tea Time,
dass es mir ganz lieb wäre um die Mittagszeit rum. Das ist eigentlich Quatsch. Wäre besser, wir treffen uns morgens relativ früh, wenn die Kreativa dann aufmacht, weil dann hat man halt mehr vom Tag, ne? Und dann könnte man mittags noch eine Kleinigkeit zusammen essen oder so, kann sich ja jeder was mitbringen, irgendwie so. Und dann gibt es draußen Sitzgelegenheiten, da kann man sich hinsetzen, dann kann man was essen. Und so hat man dann eben noch mal ein bisschen mehr Zeit miteinander. Ich weiß auch gar nicht mehr, irgendwo hier stand auch die Öffnungszeiten. Ich habe es irgendwo gesehen, aber ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Das hier sind alles Sachen, hier sitzt Rückblick vom letzten Jahr und hier ist dann so ein bisschen ja, das Programm. Und ja, hier habt ihr halt noch ein paar Infos. Hier kann man sich zum Newsletter anmelden, dass man dann immer informiert wird und ja, Aussteller und so weiter. Aber ich weiß jetzt nicht, wann man hier, vielleicht steht das hier irgendwo unter Programm. Nee, ich weiß es nicht genau. Ja, und Freitag, wie gesagt, ist ja auch die Cake Dream noch nicht offen. Die macht ja erst am 16., also am Samstag, gibt es dann eben erst die Cake Dream am 16. und am 17. Und das ist natürlich auch schön, sich das anzugucken, auch wenn es jetzt nicht unbedingt was mit Basteln zu tun hat, aber ich glaube, viele von euch, die gerne basteln, die backen auch ganz gern. Ja, es geht ja halt auch in den Kreativbereich, deswegen. Okay, ihr Lieben, ich kann es hier leider jetzt gerade nicht sehen. Ich habe jetzt auch eigentlich nicht die Zeit, hier alles durchzugehen. Guckt euch hier selber mal ein bisschen um, aber ich glaube, sie macht um 9 oder um 9:30 irgendwie so in dem Dreh, macht es auf. Ich werde aber noch mal auf jeden Fall gucken. Ich habe nur heute Morgen leider keine Zeit dafür, weil ich gleich in die Gemeinde gehe. Und ihr habt mich gerade gesehen, ich muss mich noch fertig machen. Ja. Deswegen kann ich jetzt leider nicht gucken. Guckt bitte selber und wir sprechen uns einfach unten in den Kommentaren, entweder unter diesem Video oder unter dem Teatime-Video, Hashtag 4 Ankündigung. Unter einem der beiden Videos werden wir uns dann austauschen. Ich denke am besten unter der Teatime, sonst ist zu viel durcheinander. Okay, ihr Lieben, so, ich komme noch mal ganz kurz. Zack, so, da bin ich noch mal kurz. Und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Das Video war jetzt wirklich so eine Hauruck-Aktion. Entschuldigt, wenn es vielleicht ein bisschen chaotisch war und ich das gar nicht so mitgekriegt habe, weil ich hier jetzt einfach so ein bisschen im Zeitdruck bin. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bleibt kreativ und tschüssi!